wieder die Testbüschel von YouTube und heute stelle ich euch ein Darth Vader Kostüm vor. Dann wünsche ich mal viel Spaß mit dem Video jetzt. Den Darth Vader Second Skin Suit könnt ihr im Racheshop bestellen. Der kostet jetzt 59,99 Euro. Ich zeige euch nachher Größe L für Large und bin selber 1,76. Auf Amazon könnt ihr den Anzug natürlich auch bestellen. Wer nach dem Video Interesse an dem Anzug hat, die Links dazu stehen an dem Textfeld unter dem Video. Klickt einfach mal drauf. Und so wird der Second Skin Suit geliefert. Der ist hier einfach nochmal extra verpackt. Kann man hier ganz einfach öffnen. Ja, und den werde ich jetzt mal auspacken. Ja, alles haben wir ausgepackt. Wir fangen mal mit dem Helm an. Der schaut jetzt so aus. Verarbeitung ist eigentlich recht gut, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Ab und zu muss man mal einen Faden abschneiden. Das seht ihr hier vorne zum Beispiel. Nimmt eine scharfe Schere, dann ist das halt kein Thema. Ja, so von innen. Und zu dem Helm gehört natürlich noch so eine Gesichtsmaske. Das wäre diese hier, seht ihr? So, ich gehe mit der Hand hier rein. Und ja. In Kombination schaut das dann nachher ungefähr so aus. Das kommt ja dann über den Kopf drüber und ihr seht, das ist noch klett. Und dann könnt ihr den Helm nachher hier so prima dran kletten. So, Helm haben wir schon. Oh, der Cape. Cape darf bei keinem Superhelden fehlen. Wobei Superheld ist ja falsch. Ist ja ein Bösewicht. Hier der Cape. Der Material schaut dann so aus. Auch wieder. Ihr seht, er sehr gut vernäht. Und hier wieder Klett. Klett für nachher an den Anzug dran zu machen. Ja, das ist dann das Cape. Und zu guter Letzt der Schlüpper. Das wäre der hier. Der franzt ein bisschen mehr. Seht ihr ja hier. Muss man auch wieder abschneiden, die Fäden. Ihr habt einen Reißverschluss hier hinten. Das wäre jener welcher hier. Macht er auf, dann schlüpft ihr in den Anzug rein. Das hier ist dann die Frontansicht. Schaut dann so aus. Guck mal gerade das hier so hoch. Das ist ein Aufdruck. Ist aber alles deutlich zu erkennen. Dann geht es ein bisschen weiter hier runter. Der Gürtel ist dann in dem Bereich. Zeige ich natürlich auch mal. Auch hier wieder aufgedruckt das Ganze. So, dann die andere Seite noch. Und hier seht ihr, da ist nichts mehr. Das Ganze natürlich dehnbar. Größe L für Large. Ich bin 1,76. Sollte mir also passen. Ja, und dann haben wir hier schon die Beine. Und zu guter Letzt, ja, hier kommen nachher dann die Füße rein. Die Hände dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das wäre dann hier, oder will man den Anzug mal anziehen? Ja, dann wollen wir mal. Nackig mache ich mich nicht für euch. Ich bin nämlich derzeit viel zu fett. So, hier haben wir jetzt den Anzug. Da schlüpfen wir jetzt mal rein. Ich habe zwar noch die Socken an, aber ist eigentlich jetzt egal. So. So, einmal. Und ein zweites Mal. Müsst ihr gucken, dass das auch vorne ist. So. Zack. Jetzt zieht man hier so ein bisschen dran. So, das kommt jetzt hier nach oben und dann kommen jetzt hier noch die Ärmel durch. Muss mal gucken, dass man das hier so richtig reinbekommt, Kartäuser. So, hier noch so ein bisschen runterziehen und dann hier so, boah.
hier so drüber. Oh Gott, ich bin fast schon zu breit für den Anzug, ey. Muss da. So, da. Oh. So. Zack. Und oh Gott. Und der kommt jetzt auch hier rüber. So. Und jetzt macht man den hier hinten noch zu. Ja, alleine ist das ziemlich schwer, wie ihr seht. Und da kommst du auch nicht dran, weil ich so ein ungelenkiger Aff bin. Ne, da muss ich mir jetzt mal den Horst holen, der mir den Reißverschluss dann zumacht. Horst sei Dank, der hat mir den Reißverschluss zugemacht, weil da kommt man ja nicht dran selber. Ja, also ich als ungelenkiger Kraftsportler Aff hat da keine Chance. So sieht es jetzt von hinten aus. Ja, und schick, schick, passt sogar. Und jetzt kommen die restlichen Teile dran. Da hätten wir jetzt noch diese Maske. So, jetzt muss ich selber gucken. Ich sage, ich habe kein Spiel gerade vor mir. Ach, doch, da hinten ist einer. Mittig müsste dann ungefähr so sein. Zack. Zeige ich euch mal. Das sieht jetzt so aus, also man kann noch durchgucken. Ist natürlich wie so, als hätte man so ein Fliegennetz vorm Gesicht. So schaut das aus. Jo, und jetzt kommt noch das Helmchen. So, muss ich selber mal gucken, das hat ja Klett drin. Und hier vorne, das sitzt nachher hier, also man hat ungefähr schon eine Mitte. Das wäre dann ungefähr, ich denke mal, so. Wenn das jetzt hier mittig ist, zack. So. Den Helm haben wir auch aufgesetzt. Schaut jetzt so aus. Und dann fehlt jetzt nur noch der Umhang. Der hat ja Klett hier. Einmal da und einmal hier. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das hier sich klettet. So, genau. Das heißt, der kommt so rum. Zack. Einmal hier rumgelegt. Schwuppsiwupps. Schon ist er befestigt. Und so schaut das jetzt aus. Ja, schick, schick. Und jetzt habe ich euch den Second Skin Anzug auch mal gezeigt. Fein, fein. Ja, jetzt habe ich den Helm noch da. Ist eigentlich ein anderes Video. Das ist der Rubis, das Vader-Helm. Und da gibt es doch so ein Precinct-Kit für. Jo. Den könnte man natürlich sich das noch dazu kaufen. Da muss ich aber die anderen Sachen gerade mal nochmal hier ausziehen. So, uno momento. So, passt mal auf. Jetzt muss man nur noch das Cape, also den Umhang, hier vorne entlang führen. Dann sieht das viel besser aus. Mit dem Helm kann man richtig gut durchschauen. Schwitzt ein bisschen drunter, man kann aber noch gut atmen. Ja, man hat halt hier noch diese Bedienungseinheit, da macht er dieses Atemgeräusch mit. Über den Helm habe ich schon ein Video gemacht. Hier drüber auch, müsst ihr mal meinen Kanal suchen nach Darth Vader. Findet ihr dann. Ja, und so kann man das prima kombinieren. Das sieht richtig schick aus.
jeden Fall mal besser als die Maske. Man kann natürlich jetzt nicht mal dadurch trinken. Aber in Kombination mit dem Second Skin Anzug wirklich ein tolles Kostüm. Das war der Testbeschnitt von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr ein weiteres tolles Video.